Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat ja gestern die Klagen gegen die Verlängerung der Stadtautobahn von Neukölln nach Treptow im Wesentlichen abgewiesen. Mit der Entscheidung hat das Gericht aber lediglich geprüft, ob die Autobahnplanungen korrekt sind und hat nicht über Sinn oder Unsinn dieses Bauprojekts geurteilt. Nun sind wieder die politischen Entscheider gefragt, ob dieses unsinnige Verkehrsprojekt begonnen wird und dafür 500 Millionen Euro verschleudert werden sollen. Wird die Autobahn gebaut, sollen hier zwei Häuser abgerissen werden, um Platz für die geplante Autobahntrasse zu schaffen. Eins davon ist direkt bei uns im Hintergrund. Hunderte Menschen, von denen viele dort seit Jahrzehnten wohnen, sind davon betroffen. Außerdem sind 32 Kleingärten, die sich hinter den Häusern befinden, von der Betonpiste bedroht. Wenn die Stadtautobahn 100 bis zum Treptower Park verlängert wird, steigt die Verkehrsbelastung unter anderem auf der Elsenstraße und Elsenbrücke und in den umliegenden Kiezen signifikant an. Insbesondere Lkw werden dann eine Abkürzung durch Friedrichshain, Prenzlauer Berg und Weißensee zur Autobahnauffahrt Prenzlauer Allee fahren. Tausende Menschen müssen Tag und Nacht unter mehr Verkehrslärm, Abgasen und Dauerstau leiden. Nach dem jahrelangen Hin und Her seit der Planfeststellung 2009 müsste doch mittlerweile jeder verstanden haben, dass die geplante Verlängerung der Stadtautobahn 100 verkehrspolitischer Unsinn ist. Ich möchte auch wirklich nicht ausziehen. Auf meinen Garten könnte ich notfalls noch verzichten, obwohl würde mir auch schwer fallen, aber wir kämpfen weiter. Ja, vielen Dank. Sie haben ja auch uns erzählt, dass eben halt die Wohnung sozusagen, dass Sie wahrscheinlich so eine billige und schöne Wohnung mit Garten dahinter auch wahrscheinlich nie wieder finden werden. Können Sie sagen, was Sie für eine Miete bezahlen? 362 Euro, aber kalt. Ja, und wie groß ist Ihre Wohnung? 86 Quadratmeter. Gut, also ich glaube, da muss man wahrscheinlich das Dreifache oder das Doppelte mindestens hinlegen, damit man sowas findet. Und können Sie noch vielleicht sagen, was Ihnen für den Umzug angeboten wurde? 750 Euro für Auslegware und Gardinen. Wenn ich vor 3 Jahren ausgezogen wäre. Ja, also die absolute Veräpplung, würde ich mal sagen. Das Urteil gefällt. Was bisher bekannt ist, ist eigentlich nur erstmal eine Presseerklärung. Das heißt, die nächsten Schritte sind erstmal abzuwarten, bis das vollständige Urteil kommt. Weil erst dann lässt sich noch abschätzen, ob noch die eine oder andere Auflage kommen wird, die vielleicht noch eine Auswirkung hat, die vielleicht auch das Ganze noch verzögern könnte. Aber dazu sind wir eigentlich jetzt erstmal sehr gespannt, bis der Urteilstext kommen wird. Ja, die nächste Frage ist natürlich, wie es dann weitergeht. Politisch ist jetzt die Geschichte ja noch im Laufen, gerade auch was die Gelder angeht. Und wenn man sich die Gelder auf Bundesebene anschaut, wir haben ungefähr ein Verkehrsetat im Moment so von 800 Millionen Euro für Straßenbau- und Neubauprojekte. Das soll noch gekürzt werden in den nächsten Jahren auf ungefähr 500 Millionen im Jahr 2016. Und wenn wir uns vorstellen, dass diese Autobahn schon mal 500 Millionen kostet, dann ist das ein Jahresetat oder knappes Jahresetat für Autobahnneubauten oder Fernstraßenneubauten. Ja, nun kann man sich ungefähr abschätzen, ob das dann so sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Wir haben ja nicht nur Berlin, wir haben ja Deutschland und da gibt es durchaus noch ein paar andere Bundesländer, ein paar größere Bundesländer, die verglichen mit Berlin weniger Geld kriegen. Und dann ist natürlich so das Hickhack oder auch die Hoffnung, ob es da wirklich dann das Geld für Berlin reichen wird. Wir mussten uns ja im Gegensatz zu dem BUND konzentrieren und auch einengen in unsere Argumentation auf die Auswirkungen von Wohngebieten, wo es Bebauungspläne gibt. Warum diese Einengung? Weil wir für Bebauungspläne Satzungsrecht besitzen. Satzungsrecht meint, wir als Bezirke stellen diese Bebauungspläne auf und beschließen sie auch im Bezirk. Das ist eigentlich ein gemeindliches, ein Recht von Gemeinden und ist von dem Land, Stadt Berlin als Gemeinde, den Bezirken gegeben worden. Und deswegen hatte Ende der 90er Jahre das Verwaltungsgericht oder das Oberverwaltungsgericht Berlin in einem Rechtsstreit, den ich gegen das Land Berlin geführt hatte, vor dem Hintergrund, dass mir die Zuständigkeit von einem Bebauungsplan durch den damaligen Bausenator entzogen wurde, geurteilt, dass in diesem Bereich die Bezirke gegen das Land Berlin klagen können und dass keine in sich Klage ist. Deswegen waren wir ungeheuer überrascht, als nun das Bundesverwaltungsgericht zu dem Ergebnis kommt, dass in diesem Bereich die Bezirke auch keine Klagebefugnis haben. Das müssen wir erstmal richtig verdauen. Das hat natürlich große Auswirkungen hier in Berlin, denn das öffnet ja, das können Sie natürlich, da kommt man ja schnell auf die Idee, öffnet natürlich Tür und Tor dem Senat, der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die Bezirke noch mehr zu gängeln, wenn es um Bauleitplanung geht.
weil offenkundig diese Möglichkeit, uns auch juristisch dagegen zu wehren, über Gerichtsverfahren nicht mehr gehen wird. Mein Name ist Erika Gutwirth, ich bin 71 Jahre alt und wohne seit 67 Jahren hier. Ich bin in Kreuzberg geboren, bin durch den Krieg hierher gekommen. Ich will meine Wohnung nicht verlieren, Gott sei Dank bleiben die Beinehäuser stehen. Aber trotzdem will ich die Autobahn nicht und kämpfe weiter gegen die Autobahn. Das Geld ist sogar hier irgendwo. Wo ist er denn? Hallo Herr Wobereit. Und hat, glaube ich, Herr Ramsauer mitgebracht. Hallo? Ah. Ja, was haben Sie uns denn mitgebracht heute, Herr Wobereit und Herr Ramsauer? Wir haben das Geld für die 100. Okay, Sie haben also offensichtlich das Geld mitgebracht, die 4,5 Millionen. Und Sie hatten noch 1 Milliarde, weil es wieder teurer wird. So, aber was kann man denn mit den Millionen machen? Ja, würdet ihr auch mal runterkommen? Okay. Also Wobereit muss hier selbst Hand anpacken, ja? Und na klar, es ist deine Autobahn. Okay, also das ist das Horrorszenario, wenn 500 Millionen vergraben werden. Hier ist die Trasse, das kann man schon mal sehen. Haben wir schon mal die ersten Millionen vergraben, in der Hoffnung, dass sie dann für die richtige Autobahn natürlich nicht kommen. So. Das erste Autobahn gibt es auch noch. Natur- und Umweltfreundinnen von Luft und Licht, da wo Recht zu Wahnsinn wird, wird Widerstand zur Bürgerpflicht. Wo wie winkt mit Paragraphen, das beeindruckt uns hier nicht. Der Protest will nicht einschlafen, die A100 wollen wir nicht.